Wireless Go 2, Camo 2, ne? Okay, sorry. Dann Energy. Guten Tag, Freunde. Jeremy Frames hier with Max. Was geht ab? Schönes Frühstück gerade gehabt. Absolut, Alter. Könnt ihr auf seinem Kanal sehen. Und jetzt reagiere ich auf deine Parfumkollektion. Yes, ich habe alles rausgestellt, was ich habe. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Vielleicht ist sogar was dabei, was du noch nicht kennst. Ich muss erst mal sagen, du hast leider zwei Tom Ford Düfte, die sehr bekannt sind, die ich aber nicht so gut finde, gekauft. Okay. Zum einen hast du Tuscan Leather gekauft. Du kannst stattdessen dessen besser Ombre Leather kaufen. Hat auch Nischenqualität, auch Tom Ford. Kostet aber ein Drittel von diesem Duft. Und was man grundsätzlich zu Lederdüften sagen muss, Lederdüfte sind nicht unbedingt sexy. Du kannst eine Frau fragen, hey, findest du diesen Lederduft cool oder den 19,90 Euro Duschgelduft? Die meisten Mädels werden sagen, der 19,90 Euro Duschgelduft ist besser. Weil der reine Geruch von Leder ist nicht unbedingt sexy. Ist vielleicht dann mehr so ein Ding für Office, für Männer, so um andere ja, Männer zu. Ja, das passt schon, wenn du eine geile Lederjacke hast und einfach du selber das machen möchtest. Okay, okay. Aber geben wir mal ein bisschen Gas hier. Oud Wood, auch geil, sehr bekannt. Liebe ich. Das Problem ist, das ist so wie wenn du eine scharfe Chili essen möchtest, aber die Chili gar nicht scharf ist. Was meine ich damit? Oud ist eigentlich eine Granate, eine animalische Duftnote, die dir die Rübe wegballert. Aber hier ist die so voll schwach, Alter. Deshalb bessere Alternative Tobacco Oud. Der hält dreimal so lange und ist auch die eigene Konkurrenz. Ich könnte auch andere Marken nennen, aber ich habe jetzt extra von Tom Ford Alternativen genannt. Das sind echt sehr bekannte, so mit Topseller. Ja, aber ja. Ich würde dir stattdessen dem zum Beispiel den Tobacco Oud empfehlen. Ja. Das haut dir die Rübe weg. Gerade wenn sie günstiger sind. Ja, der leider nicht, der okay. Tobacco Oud. Aber der hier, der Alternative ist günstiger, die ja. Ombre Leather. Okay. Okay. Darf ich dir was zeigen? Ich ja? bin gespannt, ob du das kennst. Comme des Garçons nee. Dussy. Das ist nicht. Nämlich so von so einer Modemarke eigentlich. Und ich bin gespannt, wie du findest, dass er riecht. Ich finde, der riecht nämlich richtig geil. Soll ich mal vor dich sprühen? Ja. Ich finde, der riecht richtig geil. Aber er ist nicht so long-lasting. Riecht geil. Der heißt Laguna Beach. Ja, so salty, salzig, frisch. Ach, Venice Beach, Baby. Geil, Alter. Check, man. Wenn du morgens in Venice Beach in den Ozean springst und dann zurückkommst, das ist ja arschkalt, das Wasser. Ja. Anders wie in Miami. In Los Angeles ist das Wasser arschkalt. Da rennst du wie ein Kerl, Alter, wie die Sonne, der gerade ein Tier erlegt hat. Baywatch. In jedem Fall, saugeiles Parfum, nur ich merke schon, das ist eher so leicht. Ja. Meine Düfte hast du, gefällt yes. mir sehr. Office und Date. Dazu muss ich was sagen, Date knallt so unfassbar krank. Das, also no joke, das ist das intensivste Parfum von allen. Ah, geil, Mann, danke also, dir. Also wirklich, das riecht so stark, man spritzt das einmal auf. Und meine Freundin sagt, aus 5 Metern trägst du den Duft von Jeremy Frames. Geil. Also no joke, ist wirklich so. Ist auch echtes Oud drin übrigens. Und das ist gar nicht so einfach abzufüllen, wenn du es in Deutschland machst. Weil Oud ist so ein extremes Ingredient, da musst du erstmal ein Zertifikat bekommen, um das in die Europäische Union zu kriegen. Also Oud ist dieses heftige Holz. Ja. So, Burberry, ja, ist okay. Ist mein erstes Parfum gewesen, deshalb habe ich es noch. Nichts Halbes, nichts Ganzes für mich, Burberry. Ist so, ja. Burberry Rhythm heißt. Ja, ich mag's. Und ähnlich Tommy Hilfiger. Kennst du alle? Habe ich zugeschickt bekommen. Das riecht aber auch sehr süß und sehr stark. Ich mag's, klar. Aber wenn wir schon auf einem Parfum-YouTube-Kanal sind, dann wollen wir echt nicht Audi A5 machen, sondern Ferrari 458 Italia. Guck mal, das finde ich aber cool. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Klar. Da ist quasi ein Tester fürs Reisen drin. Finde ich sweet, ist eine coole Idee. Deshalb hatte ich mir gedacht, zeige ich es dir auch. Und auch, weil ich einfach nur diese 10 Parfums habe. Ja, ja. Was sagst du zum Rest? Ich habe übrigens mit Tommy Hilfiger in New York gesprochen. Ah ja? Und mit dem Tommy Hilfiger? Ja, da ging es nämlich um diesen Duft. Okay, weiter geht's mit dem hier. Den hast du heute drauf, ne? Und du hast ihn direkt erraten. Das fand ich eindrucksvoll auf jeden Fall. Oh, fast leer. Ich glaube, der Sprüher ist ein bisschen defekt. Also den finde ich geil. Okay. Ganz kurze Erklärung. Verschiedene Brands sind gut in verschiedenen Dingen. Dolce & Gabbana ist great mit sexy Düften. Paco Rabanne ist great mit Clubbing-Düfte für einen Club. Und Prada ist für mich eigentlich so eine Duftmarke, die eher konservativ saubere Düfte drauf hat. Prada L'Homme, Prada La Femme und so. Deshalb, gerade die Luna Rossa-Reihe mag ich nicht so, weil die da so ein bisschen den Spagat probieren. Aber genau der Extreme. Ist ein guter Duft. Ja. Und ich habe ihm auch Kompliment gegeben. So, warte mal, was ist denn das nochmal? Also der roch echt gut an dir und ja, der geht in Ordnung. Den würde ich auch, wenn wir das mal so bewerten, okay. mit
Der ist auch sehr gut, kennt fast keiner. Ja. Amazing Green. Und Haltbarkeit ist nicht schlecht, aber auch nicht super. Aber muss man auch nicht, weil er halt in frischer Luft ist. Der riecht total futuristisch grün. Mag ich, von Comme des Garçons, wie du schon sagtest. Und das hier ist so ein Nischenduft von Ifra. Ich kenne den Kerl. Was ist das hier? Acqua di Parma, Colonia Intense. Ja. Magst du nicht? Mag ich, aber... Altbacken. Ja, ist es so ein bisschen... Da kannst du auch 4711 tragen. Das ist eben... Oh. Das ist ja auf einer Basis von Neroli. Und ja, also wenn, dann würde ich dir den Colonia Pura empfehlen. Aber das ist auch einer der besten Acqua di Parmas. Der allerbeste Acqua di Parma übrigens ist der Leather. Wenn du richtig Leder. Geilen Leder. Okay. Ja. Und das ist dein Favorit aus meiner Kollektion. Spontan. Natürlich ohne meine Düfte würde ich sagen, mein Favorite ist der hier. Okay, geil. Weil ich kenne ihn auch noch gar nicht so gut, wie ich gerade feststelle. Aber du hast ihn direkt erraten. Ja, aber ich habe die Linie immer recht abgewertet. So, ja, Luna Rossa, alles scheiße. Aber ist nicht so. Ja. Gerade der ist cool. Okay, geil. Cool. Wann isst du dein Essen auf, Mann? Ey. Kannst du das mal zeigen? Der hat es immer noch nicht aufgegessen. Ja, wieso? Jeremys Portion ist schon weggehauen. Wann esse ich es auf? Ja, ich muss sagen, speziell gewesen. Aber ich werde probieren, es aufzuessen. War auf jeden Fall cool. Auch, dass geil. Ich zu Gast sein durfte, dass du bei mir zu Gast warst. Geil, Mann. Hat Spaß gemacht. Geil, Jungs. Bis dann, ne? Ciao. Ciao.